Hey, euer Doc ist wieder am Start mit einer neuen Sprechstunde und es geht heute um den Xbox Elite 2 Controller, denn diesen kannst du jetzt für 240 Euro bestellen und ich zeige dir heute, warum und wie du dennoch noch die Möglichkeit hast, diesen auch noch für 119 Euro zu bekommen. Wir wissen ja, angefangen hat das Ganze mit dem Elite Series 1, mit dem allerersten Xbox Controller, der seitdem zu den besten Controllern gemacht hat. Auch er war in Kinderkrankheiten gesteckt, auch er hatte Probleme. Auch hier gibt es natürlich den einen oder anderen, der nicht zufrieden ist. Unterm Strich war er richtig gut. Dann passierte eins, der Xbox Series 2 ist auf den Markt gekommen mit verschiedenen Änderungen und dieser hatte dann auch einen verbauten Akku zum Beispiel, kürzere Pedals, also er wurde weiterentwickelt und seitdem hat er sogar drei Trigger-Stop-Funktionen, USB-C, Grip und so weiter. Kam dann auch in verschiedenen Limited Editionen auf den Markt, mit Ladestation aber immer geliefert, mit Aufsätzen, mit dem entsprechenden Kabel. Das war hier die Halo Edition. Jetzt hast du das erste Mal die Möglichkeit, deinen Xbox Elite 2 Controller in der Xbox Design Lab zu designen. Wir haben das schon öfters gemacht mit normalen Controllern. Das ist aktuell aus der neuesten Design Lab, die wurde hier erweitert. Das ist die neue Edition. Da hinten liegt noch die alte, die zeige ich mal kurz. Das hier war dann die zweite Version, auch nochmal ganz andere Farben. Und die allererste hatte ich damals sogar in Weiß. Der ist irgendwo unterwegs und mit diesem wird gespielt. Ich habe mir jetzt den Xbox Elite 2 Controller auch designen lassen und wir gucken mal, ob sich das Ganze für 240 lohnt. Aber ich beantworte euch auch die Frage, wie kriegt ihr diesen günstiger in der Design Lab und dann nochmal günstiger außerhalb der Design Lab. An dieser Stelle ein Dank an Microsoft. Ich durfte mir kostenlos diesen zusammenstellen. Also ich habe nichts bezahlt für die Zusammenstellung, aber ihr wisst wie immer, der Eid des Dog, egal. Keine Vorschriften, nichts. Wir gucken das Ganze ehrlich an für euch. Also, wir haben hier eine schwarze Verpackung. Oha, schwer. Ich weiß gar nicht mehr, was für ein Design ich mir zusammengestellt habe, denn das ist schon ein bisschen her. Was mich diesmal aber verwundert hat, er kam tatsächlich aus einem chinesischen Werk. Okay, also was ist mit... Für was habe ich mich denn entschieden? Du kannst eine voll ausgestattete Version dir zusammenstellen. Du kannst auch nur den Controller hier zusammenstellen. Dazu komme ich was. Das ist die Version, die normalerweise 240 kostet. Man diesen aber, wenn man komplett alles voll konfiguriert und fürs Zubehör sich sogar entscheidet, runtergeht auf 209 Euro. Er funktioniert auf der Xbox Series, er ist ganz normal auf der Xbox One, auf Windows, auf Android und auf iOS. Der Controller in der großen Version, die ich jetzt habe, komplett ausgestattet, hat er natürlich dann auch wieder hier Steuerkreuz, die vier Pedals, die vier Sticks, eine Tasche, die Ladestation, den Schlüssel, um die Stärke deines Sticks zu individualisieren. Du hast ihn designt, wir haben ihn für dich gebaut. Xbox Design Lab, hier noch eine Brand. Okay. In der App hast du wie immer die Möglichkeit, normale Farben auszuwählen, Standardfarben, aber auch Metallic-Farben. Und ich habe für euch eine bunte Mischung, glaube ich, sogar designt. Und jetzt kommt's. Du hast das erste Mal die Möglichkeit, sogar auch dein Case zu designen. Ich habe mich hier entschieden für ein grünes Logo und hier oben auch nochmal für ein zum Aufmachen passend auch grün. Das ist das Täschchen. Dann hast du hier einmal das USB-C-Kabel, leider nicht farblich anpassbar. Das kommt im Standard-Design daher. Dann hast du dann zum Schluss wie immer noch deine Gebrauchsanleitung und alles, was dazu gehört. Was hat denn der Doktor gezaubert? Also, was hat er doch gemacht? Ich habe mich für dieses Grün entschieden. Ich habe auch hier den Stickbereich in Weiß. Hier kannst du den Schlüssel reinsetzen und den Widerstand anpassen. Dann habe ich mich auch für Streukreuz entschieden, auch in Grün. Die Sticks sind grün und dann hier das Weiß, 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 Akzente in Weiß und auch die Knöpfe in Weiß. Die Gummierung bleibt schwarz, hier oben dann Metallic und auf der Rückseite
auch die Rückseite in diesem Grün, plus die Pedals sind grün. Die konntest du nämlich individualisieren, dann kommt auch hier die Trigger-Stop-Funktion nochmal zur Geltung. Und das ist mein Controller. Die Ladestation, die normalen Sticks, die werden Standard geliefert, die kannst du nicht anpassen. Dann hast du hier, wenn du dich dafür entscheidest, noch den Schlüssel. Und dann die Elemente nochmal in grün. Das kannst du dann nochmal individualisieren. Oh, ich habe solche. So einer fehlt mir. Du kannst dir aussuchen, entweder so einen grünen oder den normalen grünen. Ich habe mich dafür entschieden. Also Vorsicht, nicht verklicken. An sich eine coole Geschichte. Und individualisieren, wir wissen alle, da geht der Trend hin. Das ist richtig cool, wenn du selber dir einen Controller oder eine Konsole oder egal was individualisieren kannst. Ja? Aber das hat zum Schluss alles einen Preis. Wählst du den Controller in einer Standardkonfiguration, ohne Tasche, ohne Zubehör, nur den Controller. Und jetzt kommt's. Du kannst ihn dir auch zusammenstellen ohne Pedals. Also wenn er 1:1 so zu dir kommt, ohne alles, weil du sagst, du hast ein Täschchen, du willst ihn einfach nur in einer anderen Farbe haben, du nutzt aber dein Zubehör, dein Standardzubehör, was du eh zu Hause hast und dein Standardtäschchen für ihn, kannst du dir schon mal Geld sparen. Und ohne Gravur kriegst du ihn für 139,99 €. Mit Gravur kriegst du diesen dann für 149,99 €, also zwischen 140 und 150. Dann kannst du sagen, okay, ich will nur die Pedals in grün. Zusätzlich Farben angepasst und dann kannst du sagen, okay, ich will nur die Thumbsticks haben. Also zusätzlich kostet dich 27,99 €. Bist du schon bei 202 €. Da ist auch noch kein Akku dabei und keine Tasche. Die Tasche zusätzlich kostet dich 36,99 € und dann kannst du hier das Logo einfach anpassen. Somit bist du bei 239,95 €, also bei 240 €. Wenn du dir jetzt Geld sparen möchtest, gibt es eine Möglichkeit. Knapp 30 € kannst du dir sparen. Im System kannst du das volle Elite-Paket dir kaufen und wenn du diesen Haken setzt, bekommst du das gesamte Set für 209,98 €, also knapp für 210 €. So sparst du dir fast 40 €. Vergiss bitte nicht, diesen Haken zu setzen. Wenn du aber sagst, du hast noch keinen Elite-Controller oder besitzt den schwarzen oder, gibt es die Möglichkeit, den Core zu kaufen. Ohne alles, weil du sagst, du hast ein Täschchen, du willst ihn einfach nur in einer anderen Farbe haben, du nutzt aber dein Zubehör, dein Standardzubehör, was du eh zu Hause hast und dein Standardtäschchen für ihn, kannst du dir schon mal Geld sparen. Im Weiß, im Dark Weiß und dieser kostet 119 €. Also wenn du sagst, du kannst auf das Individualisieren verzichten, klick jetzt in die Beschreibung, da kriegst du den Link zum Core, den kannst du dir für 119 € im Internet schießen. Also, das sind wichtige Sachen, um für dich, dass du Geld sparen kannst. Schon mit deine Meinung, individualisierst du gerne deinen Controller? Hast du schon zugeschlagen? Wirst du erst zuschlagen? Bin auf deine Meinung gespannt und wir sehen uns in der nächsten Sprechstunde. Euer Doc.